Hallo, liebe Paleo 360 Leute. Heute backe ich Bananenbrot, mein Lieblingsrezept von Paleo 360. Ohne Zucker und ohne Mehl. In diese Amalie-Form. Das habe ich noch nie ausprobiert. Normalerweise benutze ich solche Silikonförmchen. Herzchen, Schmetterling. Bin gespannt, ob das funktioniert. Weil ihr seht, das ist ganz klein und das ist schon viel höher. Vielleicht muss ich länger im Backofen lassen. Mal schauen. Bin ganz gespannt. Was braucht man dazu? 4 Bananen, 3 Eier, 1 Esslöffel Honig, 2 Esslöffel Kokosöl und 1 Teelöffel Vanillepulver. Das waren 5 erste Zutaten, die als erstes zerquillt werden. Jetzt kommen die letzten 4 Zutaten. Mandeln, die muss ich allerdings mahlen. Man kann auch gemahlene kaufen. Wenn ihr gegen Mandeln allergisch seid, könnt ihr gerne auch andere Nüsse nehmen. Oder noch einfacher, Kokosmehl. Was euch gefällt. Da gibt es auf Paleo 360 Bananenbrotrezept ohne Nüsse. Schaut rein. Ach ja, es gibt Unterschied zwischen gemahlenen Mandeln und Mandelmehl. Mandelmehl für mich persönlich schmeckt nach Marzipan. Wer es mag, bitteschön. Ich mag gerne gemahlene Mandelnüsse. Schmeckt nüssig. Zimt, 1 Teelöffel, eine kleine Prise Meersalz und Einsteinbackpulver. Mandelmahlen. Meine Freundin Bosch-Maschinchen hilft mir heute. Ich habe hier 1/2 Kilo. Drittel reicht. Haha, warte mal. Ja, so geht das auch. Okay. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. Ich tue das in einer anderen Schüssel, weil ich das gleich brauche für die ersten Zutaten vom Teig. Als nächstes kommen Bananen. Kleinschnippeln. Tigerkrallen. Fertig. Zeit ist für den Teig vorbereiten. Dafür nehmen wir Krollbeef. Als erstes tue ich Eier rein. Und eins. Zwei. Überprüfen, ob keine Eierschalen drin sind. Sieht gut aus. Als nächstes kommen Bananen rein. Zwei Esslöffel Kokos. Zwei. Ein Esslöffel Honig. Da fehlt noch was, nämlich Vanille. Dann lassen wir 2 Minuten verquirlen, bis ich vorbereite die trockenen Zutaten. Hier sind 5 Zutaten, 4 geblieben. Um gutes Gelingen zu garantieren, brauchen wir trockene Zutaten miteinander zu vermischen. In gemahlene Mandel kommt eine Prise Salz. Wer mag, kann gerne Zimt nehmen. Und ein Teelöffel Backpulver. Schön verrühren. Das sieht schon mal gut aus. Das reicht. Jetzt kommt das in den Rührschüssel. Fertig. Jetzt kann es in die Brotbackform rein. Amalie Brotbackform vorzubereiten, soll es mir ein bisschen einfetten. Soll ganz dünn. Ich nehme mir ein bisschen Küchenpapier und ein bisschen Kokosöl. Ganz wenig, ganz wenig. Wenn zu viel Fett, dann bleibt das kleben. Ich bin gespannt, wie es heute wird. So ganz hauchdünn. Wenn ihr denkt, es ist zu wenig, ist genau richtig. Der Ofen ist schon auf 180 Grad. Vorgeheizt. Jetzt kommt der Teig in die Brotbackform. Schön verteilen, gleichmäßig. Könnt ihr gleich nachbessern mit dem Teigschaber. Damit es gleichmäßig aufbackt. Fertig, jetzt darf das in den Ofen. Ob das Bananenbrot fertig ist, testen wir gleich mit dem Holzstäbchen. 35 Minuten Ofen. Mal schauen, ich mache das etwas schräg rein, durch mehrere Schichten rein.
Welche? Schaut mal. Nur so klitzekleine Mini-Krümelchen. Wenn das Bananenbrot noch nicht fertig wäre, dann würde auf diesem Stäbchen so richtig nasses Teig zu sehen sein. Ist aber nur Mini-Krümelchen da. Es ist fertig. Manchmal ist das so, dass Bananenbrot 10 bis 15 Minuten länger braucht. Probiert es aus mit Holzstäbchen und dann wisst ihr Bescheid. Weil man zu lange backt, kann man nicht mehr zurückdrehen. Aber ein bisschen früher rausnehmen und nachschauen. So, jetzt kommt kniffiger Moment. Ich habe mir ein Gitter rausgeholt. Gleich zeige ich euch, wie ich mit dem Kuchen umgehe, wenn er fertig ist. Die Seiten ein bisschen von der Backform lösen. Drumherum. Mal schauen. Gitter raus drauf. Gleichzeitig Backform und Gitter raus halten und umdrehen. Zack, kommt er raus. Da tut sich nichts. Das mit Silikonformpack klappt immer. Um den rauszukriegen, ordentlich klatschen. Schaut mal, da hüpft er schon. Ich denke, können wir mal wagen. Gitter raus drauf, umdrehen. Ich würde sagen, den nächsten Mal entweder Backpapier nehmen, dann kommt das bestimmt raus. Emailleform heftet ordentlich. Komm mal umdrehen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht aus. Hier war die Maus. Große Maus, die draufgeknabbert. War ich das? Oder, guck mal, fertig. Zeit zum Probieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen euren eigenen Bananenbrot. Liked uns, wenn euch gefallen hat. Abonniert uns, schreibt Kommentare, Fragen. Wir antworten gerne. Bis dann. Tschüss.